Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal Mr. Man's Trends. Wie angekündigt, kommt jetzt wieder ein Video zum Thema Fashion. Und zwar zeige ich euch jetzt in dem kommenden Tutorial, was ihr gleich sehen werdet, wie ihr den einfachen und doppelten Windsor-Krawattenknoten hinbekommt. Ich hoffe, ich habe es ganz gut erklärt und ihr bekommt es mit meiner Hilfe etwas einfacher hin. Ich wünsche euch viel Spaß, würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr dann unten in der Kommentarbox mal einen Kommentar lasst, ob es euch geholfen hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und sage jetzt einfach viel Spaß. So Leute, dann fangen wir jetzt einfach mal an mit dem einfachen Windsor-Knoten. Zu Beginn empfehle ich euch, beziehungsweise das müsst ihr machen, das Hemd, was ihr anhabt, bis oben hin, also bis zum letzten Knopf, ordentlich zuknöpfen. Daran schon seht ihr, ob ihr das Hemd richtig gekauft habt, in der richtigen Größe. Zum einen, ob die Schultern passen und zum anderen darf der Knopf hier oben nicht allzu eng sein, also es soll schon noch Luft bekommen. Wenn das der Fall ist, klappt ihr auf jeden Fall euren Kragen noch schön weit nach oben, somit lässt sich die Krawatte dann einfacher binden. Und nun fangen wir an. Ich nehme euch ein Stück weiter mit nach unten, so seht ihr das, glaube ich, besser. Ihr legt auf die rechte Seite eurer Körperhälfte die Krawattenseite, die unten etwas breiter ist. Die kommt rechts hin. Links ist das schmale Ende der Krawatte. Ungefähr bis zur Hälfte von eurem Körper, Oberkörper, geht die kurze Seite bzw. die schmale Seite. Und die breite Seite der Krawatte ist deutlich länger, also doppelt so lang ungefähr. Dann für den einfachen Windsor-Knoten nehmt ihr das kurze Ende und schlagt darüber die breite Seite der Krawatte, haltet das fest, wechselt im Arm, schlagt jetzt die breite Seite einmal drumherum, so, und wenn ihr das getan habt, bildet sich hier schon so eine kleine Schlaufe, da könnt ihr den Finger dazwischen nehmen, den Zeigefinger von der linken Hand, nehmt jetzt von unten die breite Seite nach oben. Und für die breite Seite, die ihr gerade eben nach oben geholt habt, oben durch die sich eben gebildete Schlaufe. So, da zieht ihr das durch, greift wieder um. Jetzt seht ihr schon, bildet sich hier so eine Schlaufe und so ein kleiner Knoten, beziehungsweise das ist schon der Windsor-Knoten. Den zieht ihr jetzt langsam nach oben Richtung Hals, richtet das Ganze dort ein wenig aus, dass das schön mittig ist. Darf ruhig ein bisschen fester und straffer sein. So. Okay. Dann habt ihr hier auf der Rückseite des breiten Endes meistens noch so eine Schlaufe. Da könnt ihr die kurze Seite einfach durchfädeln. Also ich glaube, das ist wirklich bei jeder Krawatte. Die ist jetzt von Hugo. Aber ich glaube, das ist unrelevant, was für eine Marke das ist. Zieht er durch, somit baumelt das kurze Ende, was in jedem Fall nicht länger sein darf, wie das breite Ende vorne. Fluschelt, muschelt ihr da rein, sodass halt nichts rumfliegen kann. Und jetzt nehme ich euch wieder nach oben. So, habt das hier schon festgezogen, dann klappt ihr den Kragen wieder nach unten. So, schaut, dass nichts mehr rausguckt. Blick in den Spiegel. Spiegel ab, alles passt. Jawohl, schaut gut aus. Okay, und das war eigentlich schon der einfache Windsor. Was man auf jeden Fall noch beachten sollte, ist die Krawattenlänge. Das zeige ich euch jetzt nochmal. Diese sollte nicht länger sein wie bis zum Gürtel. Also nicht über den Gürtel hinaus. Ich habe jetzt nicht die richtige Hose an, nicht wundern. Also wenn hier jetzt der Gürtel wäre, nicht darüber, aber auch nicht darunter. Denn dann ist die Krawatte eindeutig zu kurz gebunden. Also so, dass es gerade abschließt mit dem Gürtel. Dann habt ihr alles richtig gemacht. Ansonsten sieht es einfach blöd aus und ist definitiv nicht richtig. Also so trägt man es nicht. Und zum Schluss könnt ihr noch testen, also wenn ihr die Krawatte wieder öffnet, also ihr zieht an einer Seite, hier an der linken, somit löst ihr den Knoten ganz einfach. Und wenn ihr dann das Ende draußen habt und ihr an diesen Teil zieht, wo dieses Gewirr ist und sich kein Knoten gebildet hat, der nicht aufgeht, sondern so wie hier alles von alleine wieder aufspringt, habt ihr den einfachen Windsor richtig geknotet. Ist relativ einfach, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Probiert es einfach aus. Ich wechsle jetzt die Krawattenfarbe und dann machen wir zusammen den doppelten Windsor. Voilà, da bin ich wieder. Diesmal mit einer pinkfarbenen Krawatte von Joop für den doppelten Windsor-Knoten. Dazu nehme ich euch jetzt aber auch wieder mal ein Stückchen weit mit nach unten. Das seht ihr, glaube ich, besser.
Hier achtet einfach drauf, da wir ein bisschen mehr Material brauchen, dass es ungefähr nur ein Drittel der kurzen Seite ist, die ihr auf der linken Seite liegen habt von eurem Körper. Rechts ist wieder deutlich länger. Ihr schnappt euch jetzt die lange Seite, schlagt oder legt das einmal über die kurze drüber. So, dann führt ihr einmal die lange Seite von unten durch, zieht das schön fest. Dann wechselt ihr wieder die Hand, geht einmal von rechts oben rein, so, zieht auch hier das wieder schön fest, sodass sich hier so ein Dreieck bildet. Dann legt ihr wieder von rechts einmal über den Knoten, einmal drüber legen und kommt von unten wieder. Von hinten, unten, nach oben und geht hier durch die jetzt etwas überdimensional große Schlaufe von hinten, unten durch. So, dann seht ihr schon, habt ihr hier einen sauberen Abschluss. Zieht das Ganze langsam wieder nach oben. Richtet das wieder schön aus. So, okay. Und das ist, wie gesagt, jetzt eine Joggkrawatte, aber wie ihr seht, das ist genauso wie bei der Boss gerade eben, bei der Hugo, dass ihr das da durchfriemeln könnt, damit einfach das kurze Ende nicht irgendwo in der Weltgeschichte rumbaumelt. Jetzt nehme ich euch wieder mit nach oben. So, Mann, was für ein Hin und Her. Jedenfalls habt ihr jetzt hier oben den etwas breiteren und dickeren doppelten Windsor-Knoten. Nachdem ihr das schön ausgerichtet habt, wieder den Kragen nach unten, damit das alles seine Ordentlichkeit und Sauberkeit hat. Länge passt auch perfekt. Schwuppsdiwupps. Und schon haben wir den doppelten Windsor-Knoten. Ich zoome mal ein bisschen rein, damit ihr es ein bisschen besser sehen könnt. So sieht er aus. Ist einfach ein bisschen dicker und breiter. Und wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, auch nicht wirklich schwer. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr bekommt dadurch jetzt die Krawattenarten, den einfachen und den doppelten Windsor einfach besser hin. Ich hoffe, ich habe es gut erklärt soweit. Wenn ihr Fragen habt, lasst es mich einfach mal in der Kommentarbox wissen. Folgt mir gerne unter meinen Social Media Links. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Und ja, sagt danke fürs Zuschauen. Schönen Tag euch noch. Der Freddy war's. Bye, bye. Fuck the world, scream into the moon.